Anfang September dreht sich in Berlin alles um die neuesten Trends im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. Die IFA, die weltweit größte Messe der Branche, öffnet ihre Türen. Wir haben viele Besucher aus der ganzen Welt. Und tatsächlich sind von den 2059 Ausstellern nur 154 Deutsche. Die IFA ist hier in Deutschland also eine echte Erfolgsgeschichte. Wir freuen uns über jeden, der nach Berlin kommt, aber es ist bereits eine echte internationale Messe und sehr relevant für die ganze Welt. Das Thema des Jahres, die künstliche Intelligenz, spielt auf der IFA eine entscheidende Rolle. Intelligente Lösungen findet man in nahezu allen Produktkategorien. Smart TVs werden persönlich, Wearables perfektionieren einen gesunden Lifestyle und die autonome Mobilität schreitet weiter voran. Auch die Küche wird immer intelligenter. Ich nehme zum Beispiel eine Lasagne oder Pizza, öffne die Tür, packe es in den Backofen, schließe die Tür und das Gerät erkennt automatisch, was sich im Innenraum befindet, stellt die Zeit ein, die richtige Temperatur und ich kann noch dazu wählen den individuellen Bräunungsgrad und bekomme das perfekte Ergebnis. Die KI vernetzt den Alltag neu und hat gleichzeitig ein weiteres Top-Thema im Blick, die Nachhaltigkeit. Die steht ebenfalls ganz oben auf der Agenda der rund 48.000 Aussteller. Individuelle Energieprofile und eine entsprechende Energieoptimierung erzeugen eine smarte und nachhaltige Umgebung. Das Ökosystem, was man mit SmartThings anbietet, ist genau die richtige Lösung. Das geht los mit einem kleinen Steckdosenschalter, mit dem Sie Geräte nachts ausschalten. Das geht über unsere Haushaltsgeräte bis zum TV, aber auch das gesamte holistische Energiemanagement, das heißt Elektrifizierung der Wärme Richtung Wärmepumpe. Die Global Player sind von der IFA nicht wegzudenken. Aber auch die Kleinen sind zahlreich vertreten. Die IFA Next ist so groß wie nie zuvor. Im Innovation Hub zeigen rund 350 Startups aus 130 Ländern ihre innovativen Produkte und Lösungen. Ein Traffic-Alarm bedeutet, man bekommt Informationen über Staus, Unfälle und Blitzer. Es ist ein Community-Produkt, das heißt, die Community informiert sich gegenseitig, wo gewisse Gefahrenstellen sind oder Blitze aufgestellt sind. Hunderttausende Fach- und Messebesucher aus rund 150 Ländern zieht es jährlich auf die IFA. Gamer, Hobbyköche und Beauty-Queens, Technik-Freaks und Mobilitätsfans. Mit Blick auf die Zukunft denke ich, dass die Märkte für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik schon immer gut darin waren, neue Ideen und Innovationen zu bringen. Es sind immer nur kleine Veränderungen, aber sie machen manchmal einen großen Unterschied in unserem täglichen Leben. Und wir benutzen diese Geräte heutzutage sehr häufig. Und deshalb sind meine Aussichten für den Markt ziemlich gut. Zum 99. Mal beweist die IFA, sie ist der Place to be für die Unterhaltungselektronik- und Haushaltsgerätebranche. Und beim großen Jubiläum nächstes Jahr wird dies sicher nicht anders sein.